Einen wunderschönen guten Tag, liebe Xenomorphs. Willkommen zurück bei Alien Isolation. Wir machen weiter hier, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und begeben uns jetzt zu... zum Frachtaufzug. Wir können jetzt hier durch. Diese Türen haben sich jetzt geöffnet, deswegen checken wir mal ab, was hier so geht. Alien ist wie immer sehr penetrant uns auf den Fersen. Deswegen verstecke ich mich erstmal hier drin. Und tschüss. Warte erstmal kurz ab, bis er weg ist. Dann gehen wir dann unserem Ziel weiter entgegen. Ich muss nochmal gerade auf die Karte gucken. Hey, Karte ist mein bester Freund. Okay, hier ist eh Ende Gelände. Ich muss die Treppen runter. Lass uns nochmal das Stockwerk checken. Genau einsehbar, wo das Ding ist. Aber okay. Sehen wir dann gleich. Oh, da ist er. Bald wir hören, dass er irgendwo hochklettert, ist unsere Chance gekommen, aus unserem Versteck rauszukommen und dann wegzulaufen. Und dann dieses tollen Gerät, weiß ich halt auch immer, was sich in unmittelbarer Nähe befindet. Ich weiß halt nicht ganz genau, ob der das hört. Deswegen stecke ich das auch immer weg. Aber er ist definitiv noch hier. Kann natürlich YOLO sein und sagen, ach, ich habe da einen Flammenwerfer, ich gehe raus und verpasse ihm irgendwie ein bisschen was und dann haut er eh ab, aber ich glaube, unsere Ressourcen sind begrenzt, was den Flammenwerfer angeht, weil er schon sehr mächtig ist, das Alien in die Flucht zu schlagen, aber deswegen sollte ich da ein bisschen aufpassen und es nicht ständig benutzen. Nur im Notfall. Wenn er kommt und ich will gerade irgendwas machen und ich muss mich wehren, dann kann ich ihn zumindest in die Flucht schlagen. Xenomorph. Das nimmt ja kein Ende. Guck mal, wie penetrant er jetzt wieder ist. Sehr unfassbar. Okay, es hört sich gut an. Weg. Okay. Gut, unsere Chance ist gekommen. Die nutzen wir. Ah, warte mal. Hier ist eine Karte, ne? Yes. Sehr gut. Weil ansonsten ist hier nichts. Gehe ich mal hier direkt weiter runter. Ist die ganze Zeit... ich wollte gerade sagen, sich die ganze Zeit irgendwelche Schrecken versteckt, macht halt auch keinen Spaß. Und dann ist dieser Bastard direkt in dem Raum. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Ich gehe durch eine Tür und dann steht er direkt vor mir. Das ist so frech. Was willst du denn da machen? Er sieht dich halt direkt und bist tot. Über mir, oder? Bin mir nicht sicher gerade. Okay. Ach komm schon. Okay, wo bin ich gerade? Okay. Kontaminierung. Scheiße. Hello there. Gut wäre, wenn er jetzt direkt hinter mir auftaucht. Ja, hier durch. Kann ich nicht? Ja, geht nicht. Boah, das hat nichts gebracht. Ach.
Kann ich mich nicht da durchquetschen oder sowas? Nee, es funktioniert nicht. Kann ja auch nichts bedienen oder so, ne? Oder was ist damit? Nee. Hinter mir, okay. Ja, das bedeutet ja, ich muss ja trotzdem wieder hoch, oder nicht? Okay, ich werde so machen, ich werde mal rausfinden, wo ich da lang muss, weil ich check's gerade nicht. Und bin gleich wieder zurück. Da sind wir wieder und da draußen ist auch der Xenomorph. Ich habe mich hier durch diese Tür geschweißt, die war zu. Und jetzt sind wir hier in einem Bereich, wo ich hoffe, dass wir die gegenüberliegende Tür vielleicht öffnen können. Oder anderweitig weiterkommen. Also scheint mich nicht zu sehen, hoffentlich. So, wir müssen jetzt, wenn er hier reinkommt, ja. Nun denn. Ich bin ein Schrank, was will er tun? Schwierig zu sagen, als er reinkommt. Also aktuell schleicht er außen, draußen rum. Er könnte auch einfach wieder gehen. Ich bleib noch kurz hier drin. Vielleicht geht er gleich wieder. Das klingt gut. Aber raus hier. Er kann auch da rauskommen, ne? Aufpasse. So. Was haben wir hier? Fehler. Was ist KG348? Was ist KG348? KG348 ist ein Gasriese, der sich in einer durchschnittlichen Entfernung von 6,2 astronomischen Einheiten zur Systemmitte befindet. Erste Untersuchungen der Wolkenschichten zeigen eine seltene Mischung aus metallischen Gasen. Zur Nutzung dieser Ressource kündigen wir mit Stolz das KG348 Forschungsprojekt an, geleitet von Gemini Exoplanet Solutions. Gemini Exoplanet Solutions. Seien Sie kühn. Lernen Sie. Passen Sie sich an. Leben Sie. Leben ist Veränderung. Wir wachsen, indem wir uns anpassen und weiterentwickeln, um uns neuen Herausforderungen zu stellen. Bei Gemini Exoplanet Solutions nehmen wir den Entwurf von Mutter Natur als Ausgangspunkt, indem wir neue Territorien erforschen und neue Anwendungen für bestehende Technologien finden. Aus Treibstoffen werden Baumaterialien, Waffenentwicklung fördert landwirtschaftliches Wachstum. Technologien zur Weltraumforschung finden Anwendung in chirurgischen Eingriffen. Sehen Sie sich um. Sie wissen nie, was nützlich sein könnte. Gesponsert von Sixen Investment Ausschuss. Sonst jetzt hier nicht. Man schleicht doch draußen wieder rum, ne? Ja. Was ist das überhaupt für ein lustiges Ding? Richtig süß, richtig lieb. Ethanol. Shit. Okay, aber so wie es aussieht, komme ich hier erstmal nicht weiter, ne? Noch ein Ladungspack. Aber hier ist kein Terminal sonst irgendwie, mit dem ich was anfangen kann, außer diesem hier.
Und er strunzt die ganze Zeit darum. Also diese Tür, wo das Ausrufezeichen ist, die ist zu. Da komme ich nicht durch. Ich habe versucht, durch eine andere Tür zu kommen, funktioniert auch nicht. Die einzige Möglichkeit, die ich noch hätte, ist zu gucken, da die andere Tür, wo dieses X ist, ob ich da mit dem Plasmaschneider irgendwas machen kann. Ansonsten gehen mir so langsam die Optionen aus. Da würde ich nochmal hingehen und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dort bin. Oh mein Gott, ich hab's geschafft und das Geräusch macht mich verrückt, weil die Leiche hier rumbackt. Aber wir können durch die Tür gehen. Hier. Die ist jetzt offen. Dann können wir hier rein. Wir haben es gleich geschafft. Nein, die Tür hier kann ich nicht öffnen. Oh shit. Hinfort. Kann ich doch. Ich hoffe nicht, dass er mich noch kurz in Ruhe. Aber ich habe in dem Raum gespeichert, also falls es jetzt kommt und mich tötet, wäre es jetzt nicht so schlimm. Penetrant kann doch niemand sein. Was zum Teufel? Der ist ja immer noch da. Es ist unfassbar. Oh, das war eine Tür. Weg? War die hier? Er ist wirklich weg. Okay, jetzt aber. Das Geräusch von dieser backenden Leiche, das macht mich auch komplett wahnsinnig. Ich muss ja nur diesen Aufzug hier. Mehr ist es nicht. Schnell! Haha! Weg! Oh Gott! Ja! Ein Schritt näher zum Ziel. Frag mich, ob ich mit den Androiden auch irgendwie, also, eine Flamme für auch gegen die einsetzen kann. Ich habe einen Plan. Gehen Sie Richtung der Labore. Richtung der Labore? Ach, öffnen. Also hier unten lang kann ich. Guck mal, das ist wieder dieses Ding. Was ist das? Also aus irgendeinem Alien-Film, also es kommt mir nicht bekannt vor. Was? Oh shit, falsch. Weil ich würde gerne hier drin speichern. Dass hier ein Speicherraum ist. Das ist ein Aufzug. Wo höre ich das Geräusch? Ach, hier! Yes! Ich höre das Alien ja auch die ganze Zeit richtig hart penetrant über mir. Erlangen Sie Zugang zu dem Projekt KG348 Forschungslaboren. Okay. Wohin führt mich der Aufzug denn? Ah, damit komme ich wieder zurück. Ja.
Alles klar. Immer für später aufgemacht. Das scheint richtig zu sein. Die Abschottungen werden runtergelassen. Ah, die Musik. Ich liebe es. Es gibt ja so viele Wege und Türen. Ich weiß nicht, welche ich nehmen soll. Oder wo es sich lohnt, lang zu laufen. Hier war ich noch nicht. Da redet doch wer. Hey. Hast du es gesehen? Ich halte das nicht viel länger aus. Ich hab's gesehen, ja. Ich hab's auch schon bekämpft. Clark ist tot. James, Clark ist tot. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, bastelte er mit Schrott von der Station Sprengkörper zu seinem Schutz. Ich habe ihm gesagt, er soll vorsichtig sein, aber als ich vom Vorräte sammeln zurückkam, fand ich nur Explosionsschaden und Blut. Ich bin jetzt allein, also komme ich zu dir. Wo bist du, Elaine? Ja, sonst ist nichts hier drin. Hm. Okay, was mit ihm? Hat er irgendwas bei sich? Ja, also anscheinend will er nicht irgendwie in Sicherheit gebracht werden oder in Sicherheit gehen. Dann kann ich ihm leider auch nicht helfen. Ist auch nur ein Raum ohne Ausgang, ne? Ja. Kombüse. Ah, hier, die Dinger kann ich noch looten. Die Schrott ist voll. Ewig her, seit ich zuletzt geschlafen habe. Okay, ich könnte mir noch ein paar Geräuschmacher herstellen. Ja, ein paar Sachen werde ich noch basteln, damit ich noch mal ein bisschen mehr Platz in meinem Inventar habe, so dumm es sich anhören mag. Alles klar? Du siehst 3 gehen maximal. Molotow-Cocktail habe ich auch schon 3. Eine Rohrbombe wäre möglich. Hey. Ah, Medikits habe ich keine. Das brauche ich natürlich auch. Sehr wichtig sogar. Nur noch mal ein zweites. Hey, ich glaube, hier sind wir sicher. Zumindest vorübergehend. Ja, das ist. Hoffe ich mal. Hast du es gesehen? Ich halte das nicht viel länger aus. Ich hab's gesehen, sag ich dir. Treibt einen in den Wahnsinn. Alles klar? Du siehst müde aus. Von diesem Wrack runter. Ja, ist das wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Hier können wir nochmal einen Blick auf die Station werfen. Ist zwar nur irgendwie ein JPEG oder was das sein soll, weil es sieht halt nicht plastisch aus, aber. Hübsch ist es trotz allem. Also die Beleuchtung ist halt mal wieder absolut großartig. Wie gesagt, das hier als Remake. Ich würde es feiern. Im Raum war ich doch, oder nicht? Schlüsselkarte, hier. Zack. Jetzt aber rein hier. Scheiße. Hier klappert und wackelt alles. Taschenlampenbatterie. Dann lade ich die mal nach. Moment. Da. Nehmen wir frische Batterien mit. Taschenlampe voll.
Gut, hier ist kein Durchkommen. Angestellter Ransom hier. Ich sende ein paar Proben zur Untersuchung rüber. Au! So wenig Angestellte wie möglich beteiligt werden. Halten Sie Informationen geheim und erstatten Sie nur an mich Bericht. Falls irgendetwas an die Öffentlichkeit dringt, werde ich persönlich dafür sorgen, dass Ihre Karriere zusammen mit Sevastopol untergeht. Da sind so einige Unregelmäßigkeiten auf Gemini's Konten. Tun Sie mir diesen Gefallen und ich werde Sie nicht vergessen. Was Sie da unterschlagen, wird Ihnen wie Peanuts vorkommen. Tun Sie das Richtige. Ja, dann haben wir noch ein Medikit. Ah, Schrott einsammeln geht trotzdem nicht. Okay, ab durch die Tür. Oh, Scheiße. Nein, falsche Waffe. Warum habt ihr die Pistole? Ah, Game, fick dich auch. Räudiger Scheiß, ich darf alles nochmal nachspielen. Bis gleich. Wait, ich bin drin. Das Labor kann von der Hauptstation getrennt werden. Bringen Sie es wieder online und wir können die Systeme erneut verbinden. Okay, dann ab runter hier. Stellen Sie den Strom zum Labor wieder her. Ja. Gut. Was bin ich jetzt? Ah, Synthese-Labor. Alles klar. Okay. Ein toter Android. Inventar ist voll. Kann hier unten drunter kriechen, aber kann das Alien leider auch. Das ist einfach so super unbehaglich. Ach du Scheiße. Das hier gibt mir richtig harte Creeps. Wo denn hin? Muss da irgendwie rein, oder? Vielleicht muss ich wirklich unten drunter. Ah, der tut nur so. Guck, da brennt er. Oh oh. Wieder weg? Ich weiß es nicht. Wag mal mein Glück. Ja, es führt da irgendwie einen Weg rein. Hier raus? Nee. Gibt hier einen längeren Gang. Diesen hier. Da kann ich rausklettern. Was ist hier drin? Über mir. Nicht raus.
no. Okay, das ist alles hier ziemlich untertunnelt. Also ich vermute mal, ich muss auf der anderen Seite da durch. Nicht hier. Gott. Erstmal raus hier. Okay. Nichts. So, ich versuche mal mein Glück. Das heißt, ich müsste nämlich geradeaus und dann rechts. Vielleicht habe ich Glück und ich komme dann da irgendwo raus. Weil alle Türen sind zu, ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Nee, hier geht's nicht weiter. Aber ich habe gesehen, da kann ich speichern. Ja. Raum. Ist alles zu? Notfallschleuse. Da. Ach so. Ah. Vielleicht kann ich da irgendwie einen Hebel betätigen und die Tür zu öffnen. Ich muss erstmal wieder hier raus. Gut. Raus hier. Ja, weil es keinen Strom gibt. Okay, ich versuche mal am Ende des Ganges. Ich weiß nicht, was mit der Tür war. Aber es hier keinen Strom gibt, komme ich hier nicht rein. Oh, warte mal, hier. Havoc Override. Strom wiederherstellen. Fuck. Stelle ich den Strom denn wieder her? Okay, ich muss erstmal rausfinden, wo ich den Strom wiederherstelle. Ich guck mal nach und dann melde ich mich gleich wieder. Bis gleich. Okay, es gab hier noch einen Raum, wo ich hier rein konnte. Ich habe den Weg nicht gesehen. Nicht Depp. Ja, hier kann ich auch speichern, perfekt. Okay. Aber ich hatte vorgeschlagen, das wäre es erstmal von dieser Episode von Alien Isolation gewesen. Denn wir machen jetzt hier erstmal Schluss. Und wir machen das Ganze das nächste Mal. Und dann werden wir Blut von der Wand tropfen, ne? Aus der Decke. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Alien Isolation. Bis dann!